Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Test. Und zwar heißt das Spiel Deadlock. Die Idee des Spiels ist dieselbe, fast dieselbe wie von Portal. Nur nicht mit Portalen. Also, ich habe mir das Spiel halt ausgewählt, weil es halt nur sehr wenige haben. Ja, oder Let's Play. Und ihr könnt dann halt auch mal entscheiden, ob ich dann ein Let's Play draus mache, vielleicht, wenn euch das Spiel gefällt. Und es ist halt in einem sehr futuristischen Stil gehalten. Es ist kein Shooter, es sieht auf den ersten Blick zwar so aus. Wir können dann ganz normal zielen und schießen halt so Laserstrahlen ab. So. Ihr müsst aber keine Leute töten oder sowas, sondern ihr müsst diese Transporter da, ich nenne diese Teile immer so, müsst ihr an- oder ausschalten und die Ziele des oder das Ziel des Levels liegt immer ganz da oben auf diesen Plattformen. Das Blöde ist, das Spiel hat keinen Speicherpunkt, keine Checkpoints und deswegen, wenn man runterfährt, muss man wieder von vorne anfangen. Auf Leertaste springen und wie ihr gerade schon gesehen habt, kann man in diese Teile da reinspringen und katapultiert werden. Bei diesem Teil hier muss man es erst ausschalten, weil wenn man sonst reingesprungen wäre, hat man ja gesehen, wieder zurückgeschleudert. Deswegen muss man mit diesem Schuss die ausschalten, die gehen dann aber nach ein paar Sekunden wieder an. Also wir sind auch mal schon wieder runtergefallen, müssen wir auch schon wieder von vorne anfangen. Und die Steuerung ist auch sehr sensibel, das heißt, man muss sich nur ein ganz kleines bisschen umschauen. Damit man sich umsieht, das ist gerade ein Nachteil, weil das Spiel eigentlich ziemlich viel Präzision benötigt. So, hier musste man gerade schon wieder so ein Teil anschalten. Also man kann dann mit dem Schuss an diese Transporter da an- oder ausschalten, geht beides. Und jetzt fängt es schon an mit diesen Gegnern. Nämlich diese komischen Würfel da. Muss man dann auch mit diesen Pistolen ausschießen, sind dann für 5 Sekunden inaktiv. Und dann kann man auch auf sie drauf springen, als wenn es feste Würfel wären. So, hier ist mal eine kleine Hilfe, damit du wieder auf die Plattform mit drüber kommst. So, und diese Teile schießen auch auf einen, das sind so Kanonenteile. Und die katapultieren sich dann halt von der Plattform wieder runter. So, versuchen wir mal höher zu kommen. Da haben wir schon den nächsten Gegner. Stirb. Das ist auch schon hoch, bevor er jetzt wieder aktiv wird. So. Die können wir jetzt halt ausschalten. Für wenige Sekunden. Mal schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Also da hochkommen wir sicher nicht. Höchstens noch da drüben. Das hat er dann schon wieder anvisiert. So, versuchen wir nochmal von hier. So, jetzt sind wir schon mal ein bisschen höher gekommen. Und wie gesagt, Checkpoints gibt es keine. Wenn man runterfällt, ist man unten. Ganz einfach. So, da kommen wir nicht vorbei. Da haben wir so einen Teil hinter der Wand. Also wenn wir jetzt da hinlaufen würde er uns runterschmeißen von der Plattform. Da kommen wir auch nicht hin. Ich glaube nicht, dass wir da... Kommen wir da rüber? Wir versuchen es einfach mal. Ah, geschafft. So. Den ausschalten. Nee. Hey, wie kommen wir hier weiter? Sehr gute Frage. Kommen wir da hoch? Mann. Okay, den kann man schon mal ausschalten. Aber es bringt uns nicht wirklich was. Auch nicht hinspringen. Das können wir nicht ausschalten. Ah, man kann zweimal springen. Dann geht's. Okay. Gecheckt. So, dann da drauf. Junge, komm, ein Schnurk mit. Okay. Jetzt haben wir schon wieder gesehen. Target acquired. Und springen. Oh geil, die fallen auch runter.
Klappe, halt die Klappe. So, weiter. Ja, kann ich ihm jetzt mal nach oben lassen eigentlich. Tun uns ja so lange nichts. So. Oh. Okay. Eine unsichtbare Wand. Müssen wir wohl außen rum. Okay, das sind sogar Pfeile. Weil hier kommen wir definitiv nicht mehr durch. So, benutzen wir wieder den Doppelsprung. Ich weiß nicht, ob wir es wirklich bis dahin dann schaffen. Mit seinem Doppelsprung. Nein. Verreck. Nein. Cool, hat mich so rumgeblieben. Ja, doch alle. Schön wieder nach oben. Was die immer labern mit so kleinen blauen Kästen da. Bla bla bla. Fall. Oh no. Zack. So. Wie kommen wir jetzt weiter? Weil darüber springen scheint ja irgendwie ziemlich schwer zu sein. Halt. Gut, das geht schon mal nicht. Egal. Ja. Was machen wir jetzt? Warte, wir könnten ja theoretisch mal runterspringen. Und von da aus dann darüber. Versuchen wir nochmal. Hey! So, wo ist denn das Portal? Mit Fallpuffy. Bam. So. Nein. Und jetzt tut auch nicht. Fies Dinge. Jeez. So, ich hab's mal geschafft. So. Jetzt sind wir wieder aus der Sicht weiter. Oh, wie sollen wir denn weiterkommen? Bitte schön erklären. Also. Ah, okay, Doppeljump geht wieder. So. Nein, du bist ja schon wieder vorbei. Du bist doch krank. Oh. Ich hab's überlebt. Egal. Ich hab echt Glück hier. Also, dass es keine Checkpoints gibt. Checkpointe. Checkpoints. Das ist echt richtig scheiße. Wir hätten ruhig mal so Speicherpunkte einlegen können sollen. Ich hoffe, da kommt nochmal ein Update von dem Spiel raus oder sowas. Okay, das schalten wir gerade erstmal aus. Ich mach's wieder auf. Verreck. Schnell rüber. So, eine Etage höher. Nein. Oh, ist noch drauf. Stirb. Renn. Spring, meine ich. Stirb. Spring. Okay, jetzt kann sie nicht mehr sehen. Besser. Ja, also auf der anderen Seite ist ein Scheiß. Okay, das Teil ist aus. Das auch aus. Spring. Nein! Kannst du wieder von vorne. Nein, ja, danke. Scheißding. Oh. Fahren wir natürlich noch durch die Welt durch zum Ende. Sorry. Ist mir noch nie passiert. Na egal, gut. Ihr könnt ja eventuell mal einen Kommentar schreiben, ob ihr ein Let's Play von dem Spiel wollt. Oder nicht. Also mir persönlich gefällt es nicht so, aber schreibt einfach eure Meinung rein. Und dann bis zum nächsten Let's Play, Let's Test. Bis dann.